Jeder von uns braucht ein gutes Bushcraft-Messer oder allgemein Outdoor-Messer für all seine Bedürfnisse. Und manche haben auch mehrere. Heute möchte ich dir das Rook F1 18 am ersten Hands-on vorstellen. Viel Spaß dabei! Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Das hier ist mir ein zugeschicktes Messer. Das Messer ist von der Name Rook, würde ich es aussprechen, und ist die Modellnummer F118G. Bevor wir uns das Messer einmal im richtigen Feldtest anschauen, die harten Fakten, wir haben ungefähr eine Klingenlänge von 11 cm, damit natürlich noch § 42a konform. Wir haben ein 14C28N Stahl, sagt mir überhaupt nichts, ich bin auch kein Stahlexperte. Ich benutze die Dinger einfach und dann schaue ich, ob es funktioniert. Wir haben einen wunderbaren Flachschliff, der auch ordentlich scharf daherkommt. Man kann sich leicht rasieren. Ja, ist nicht mega rasiermesser scharf, aber es funktioniert. Und wir haben hier Full Tang, durchgehenden Metall bis ganz hinten. Ne? Das macht es immer ein bisschen robuster. Wir haben G10-Griffe, die mit zwei Schrauben hier behandelt worden sind. Hinten haben wir ein Lanyard-Loch. Hier unten haben wir ein in der Griffaussparung Lanyard-Loch. Hier unten haben wir eine kleine Fehlschärfe zum Anlegen an den Schleifstein. Und hier oben haben wir ein kleines Serrations. Das ist allerdings nicht besonders scharf. Das heißt nicht mal besonders für Feuer geeignet. Das Ganze wiegt um und bei 180 Gramm und 150, Entschuldigung, und kommt, und das hat mir sehr imponiert bei dem Messer, weil das Messer ist schon mal an sich nicht schlecht, ne? Das werden wir natürlich im Feldtest nochmal genau angucken und im Langzeit-Review dann in ein paar Monaten auch. Aber was mir besonders schon mal gefällt, ist diese Scheide. Das ist eine Kydex-Scheide, wieder mit den Löchern hier vorne, so dass man dort Sachen dran befestigen kann, falls man da ein bisschen basteln möchte etc. Dann haben wir hinten einen Clip, der hat hier einen Hebel, sodass wir den verdrehen können. Jetzt zum Beispiel kann ich das seitlich an meinen Gürtel ranmachen, jetzt zum Beispiel hochkant, ne? Und das ganze Ding kann ich komplett 360 Grad hin und her drehen, wie ich darauf Bock habe, sodass ich ganz einfach mit dem kleinen Hebel hier, und dann kann ich das drehen. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich mag es an sich schon, wenn man Messer flexibel anbringen kann. Also so, ne? Schön zum Beispiel so hier quer zum Körper, weil ich das angenehmer finde im Camp als hochstehend, weil man sonst so sich reinsticht. Und dass man das hier einfach so umsetzen kann, das finde ich besonders geil, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ich kann das Ding auch einfach hier abschrauben und ein anderes Messer dran machen. Das gefällt mir auch nochmal. Und dann haben wir noch eine kleine Sache. Hier. Ne, diese Schraube, die hier dran ist, die regelt, wie doll das hier zusammen ist, die Kydex-Scheide. Das heißt, wie einfach oder wie schwer ihr das Messer rauskriegt. Das heißt, man kann hier mit dem Torx, heißt das Werkzeug dann, glaube ich, das enger machen und dann geht das Messer auch schwerer raus. Das gefällt mir richtig gut, weil so kann ich genau an mich anpassen, wie eng und wie schwergängig ich das denn haben wollte. Jetzt ist es gerade zum Beispiel relativ mittel, dabei klappert es ein ganz klein bisschen, das gefällt mir nicht so gut, aber ich kann es noch deutlich enger machen, dann klappert es nicht mehr und dann ist es bombenfest. Es ist auch so bombenfest, ne? Du siehst das, ich kann das schütteln, wie ich will, da fällt nichts raus. Das sind die groben Daten für unser erstes Hands-on. Jetzt suchen wir uns mal ein bisschen was zum Arbeiten, damit wir es im Feldtest mal ein bisschen rannehmen können. Ich habe den Stock meiner Wahl gefunden. Erstmal grobe Schnitzen. Ja, absolut ohne Probleme. Das beißt da rein, das ist eine Freude. Super. Jetzt natürlich die Frage, können wir damit auch ein bisschen feiner, ja. Ne? Also es geht wirklich gut in das Holz einfach rein, muss man sagen. Also damit kann man schön was Kleines machen. Das sind richtig feine Plättchen, die ich da gerade rausbekommen habe. Ich kann noch ein bisschen dünner schneiden. Warte, ich komme noch mal näher. Ja, das funktioniert super. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Da kommt man gut rein. Richtig schön feine einzelne Blättchen. Zum Feinschnitzen ist es schon mal gut. Jetzt schauen wir mal. Batonieren. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird damit funktionieren. Also das fühlt sich so stabil an. Ja, zum einfach so zuschlagen ist es nicht gedacht. Ne? Es hat keine vorne lastige Form. Das heißt, es ist, na, ja, wir versuchen mal ein bisschen. Ja, ist ein bisschen kurz dafür. Also man kann es zweckentfremden dafür.
Es ist aber absolut nicht dafür geeignet. Dafür ist es nicht lang genug. Ne? Wenn du ein richtiges, balliges Zuschlagmesser haben willst, dann brauchst du ein bisschen länger und ein bisschen mehr Gewicht vorne. Wunderbar. Macht seinen Job. Und Samwise ist glücklich. Ich möchte mir das Messer mit euch noch mal ein bisschen in der Nahansicht anschauen. Also hier oben schön ein bisschen zulaufen, ne, für die Optik. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben hier so ein Sandwash, Stonewashed heißt das, glaube ich. So ein Finish, das nicht so glänzend ist, sondern das mehr so ein bisschen rau rüberkommt. Und dann haben wir hier schön den Übergang. Hier oben haben wir diese kleinen Serrations drauf. Hier unten die Fehlschärfe. Hier unten kann man auch sehr sicher reingreifen. Das gefällt mir immer, wenn hier so ein Überstand ist, sodass man sehr gut geschützt ist beim Schnitzen dann auch. Ja, und der Griff macht in seinem dunklen grünen Schwarzton auch ordentlich was her, finde ich. Ne, was ein bisschen störend vielleicht ist, aber es ist auf jeden Fall geplant, ist, dass das Ding hier ganz leichten Überstand hat. Ihr könnt das so sehen, so ganz minimal hier oben drauf. Das sorgt, muss ich aber auch sagen, für ein bisschen mehr Griff. Also das ist wahrscheinlich ein bisschen Geschmackssache. Sollte aber bewusst sein. Und dann gefällt mir immer, wenn hier hinten so eine Aussparung ist, dass man damit zuschlagen kann, wenn man möchte. Ne? Also ich finde das Messer insgesamt sehr gut gemacht. Gefällt mir richtig gut und dazu natürlich auch noch die durchdachte Scheide. Jetzt will ich noch einmal ausprobieren, ob die Serrations auch am Feuerstahl benutzbar sind. So, probieren wir mal aus. Warte. Nee, vorne auch überhaupt nicht. Wenn ihr also einen Feuerstahl damit benutzen wollt, dann müsst ihr es ein bisschen anschleifen oder ich mache jetzt mal eine Todsünde vom Messer. Aber auch das funktioniert gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Oha! Nehmt die Kante von der Fehlschärfe. Die funktioniert ja wohl super. Ja, geil. Oh, das ist aber auch ein guter Feuerstein, ne? Den wollte ich euch auch nochmal zeigen. Aber ja, das funktioniert richtig gut. Das macht mich glücklich. Ja, gutes Messer. Erstes Hands-on. Ich werde euch natürlich irgendwann nochmal eine Langzeit-Review geben, wie sich das Messer so geschlagen hat, mit Wiederschleifwert etc. Aber bis jetzt gefällt es ihr erstmal. Ich hoffe, das kleine Video hat dir dazu auch gefallen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, natürlich über Outdoor-Ausrüstung. Und hier unten auf dem kleinen Button kannst du meinen Outdoor- und meinen Ausrüstungskanal abonnieren. Und in der Videobeschreibung findest du Links zu dem Ding, sowie zu empfohlenen Konkurrenzprodukten von mir. Kannst du mal ein bisschen durchstöbern, falls du dich allgemein für Messer interessierst. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.